Wabe Muchachos, wir sind zurück, Hoden Kobolde zocken wieder gegen Team Siegesmund. Oh. Ohne jetzt die officially Name bei denen reinzubringen. Wir haben letzte Runde gewonnen, weil leider einer ihrer Mannen nicht das durchgehend hatte damit da gar war. Nichts zu tun. Aber man hat ja schon gemerkt, natürlich die Jungs haben es drauf und zwar richtig. Und deswegen richtig müssen drauf, wir jetzt eigentlich schon direkt am Anfang ordentlich tryen. Habt ihr eine Pumpgun dabei? Nein. Aber ich hab C4. Braucht da einen oder was? Wir haben letztes Mal gewonnen. Allerdings hat einer gefehlt. Größte Zeit des Matches. Jetzt also Rematch. Wir haben uns diesmal Café Dostoevsky ausgesucht. Letztes Mal haben sie Haus gewählt. Genau. Und wir werden mal gucken, was dabei rumkommt. Let's see. Wobei kannst du zumachen, musst du aber nicht. Die machen auch noch zu. Hier Seite lasse ich offen zum Durchschießen, ne? Ja. Ich hab noch eine Wand, wo wollt ihr die haben? Ich wette, das haben die auch gesehen und werden es nutzen. Ja, aber eigentlich können sie es schlecht nutzen. Aber sie können es nutzen. Aber okay, machen wir hierzu, dann können sie es wirklich nur nutzen, also können sie gar nicht nutzen. Ne? Oh. Aber hier noch. Ich sehe gerade, ich habe einen schweren Fehler getätigt. Nämlich? Ich habe keine Kapkan-Schalen angebracht. Ich war ein schwerer Fehler. Ja. Es tut mir leid, ich war Drohnenjagen. Please. Also, drei von uns sind am Bitch-Move, los. Also am Roam. Oh Mann. Also, ich bin nur auf der Treppe. Parkas ist Cam auf. Man hört schon, wo man probiert. Komm vom Lesesaal los. Okay. Bin oben an der Bar. Aha. Oben Treppe, Drop einer kleinen Treppe mit dem roten Belag ist offen. Ich cruise die ganze Zeit eine Cam lang. Oh, Blackbeard, fuck. Wo genau? Am Fenster. Mhm. Offen? Ja. Sledge oben. Ey. Sledge oben war. Use ist oben. Wow. Gun Launch Fuse. Muss aufpassen. Zwei oben in der Zigarren-Lounge. Deko, die werden gleich oben durchfusen. Drei oben in der Zigarren-Lounge. Ich mach. Oh ja. Ein Kämpfer des eigenen Clubs verbleibt. Oh fuck. Du nur ja, die haben uns sowas von weggefickt, ey. Wow. Ihr seid aber alle schon ziemlich schnell verreckt. Was? Gesehen? Oh mein Gott, Alter. Okay. Typisch, erste Runde kämen wir richtig hart wieder auf die Schnauze. As always. Dann gucken wir mal, dass es nicht nochmal passiert. Sonst. Ja, aber wir sind auch im Verteidigungsmodus, sind wir auch immer richtig scheiße, muss man dazu sagen. Oh ja. Da kriegen wir mal ordentlich auf die Schnauze. Weil wir dürften, glaube ich, nicht so viel roamen. An sich auch, wenn ich ESL gucke, ist immer nur einer Roamer und wir haben immer drei. Ich war ja, in zu der. Ich kleinen Gammelraum drin, hocken wir es auch nicht so. Ja, stimmt auch. Ja, scheiß Spot jetzt, um sich mit vier Mann reinzustellen, aber. Ja. Lesesaal frei. Küche frei. Bahnmuseum. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Also selber Spaß, okay. Derselbe oder der gleiche Marvin, ne? Hör mal auf mit dem Schmarrn hier. Soll ich jetzt den Deutschlehrer auspacken? Derselbe. Danke, Deko. Sie haben aufgepasst. Es ist der gleiche Raum. Nein, derselbe. Im Prinzip ist derselbe.
Nein, es ist der gleiche Raum. Einsatz in 10 Sekunden. Nein. Jetzt kommt's. 5 Sekunden bis Einsatz. Also, der gleiche Raum, in dem wir waren. Sie können nicht in demselben Raum gewesen sein, denn wir sind nicht drin. Jetzt kommt's. Im selben Raum, in dem wir die Runde davor waren. Das Haus ist das gleiche geblieben, das Zimmer auch. Okay, also oben ist frei. Okay. Oben ist Polzer gelaufen. Die Valkyrie hat sich gerade wieder verzogen. Bei 2-1, ich werde gleich weggepitcht. Bolek standardmäßig wieder hier ins Fenster. Marvin, warten Sie. Oh, diese Hektik. Wir haben nicht mal einen Termite dabei, Alter. Valkyrie rennt da rum, da hinten. In diesem langen Gang, Flur. Kümmern Sie sich, kümmern Sie sich. Ja, wenn er nicht sofort da reingeschmettert hätte, hätten wir den Überraschungsmoment gehabt. Los, hier mal auf. Hinter dem Schild irgendwas? Hat sich nichts geregt, nichts bewegt, nichts gezeigt. Oh, hier ist der Puls. Igno, da war der Puls. Wie, was, wo? Wo ist hier? Oben. Da, unter dem Drop. Puls down. Nice one. Ich meine, er sagen könnte, ob hier noch wer oben ist. Ich hab leider keinen Kill mehr. Ich drohne schnell rein, warte. Valkyrie hier, im Flur. Warte mal, Deko. Hey, komm. Shit, nichts. Achte du mal weiter aufs Fenster. Der Treppenabsatz ist soweit erstmal frei. Treppe runter war die Valkyrie. Kavera ist hier oben. Im Badezimmer, ja. Kommt in den großen Raum, Marvin. Da kommt sie. Oh oh. Oh, danke. Also Valkyrie dürfte jetzt unten... Marvin, ich starte eine Rettungsaktion. Zu spät, Rettungsaktion. C4 kam auf mich geflogen. Also Deko, pass auf, ne? Hier das linke Fenster, das kleine, da könnte eine Valkyrie... Es waren zwei Leute da oben, auch Valkyrie war da, also bei mir. Ja, Valkyrie ist auch hier in dem Gang. Ihr habt nur noch 1,30, ne, anders sehen. In dem großen Raum. Ich wurde entdeckt, ja, nee, ist klar. Ah, Rook, du Penner. Fast hätte ich dich gehabt. Eine Minute. Hier im Gang auf jeden Fall ist die... Wohin? Vorsicht, von hinten aus der Bar kommt die, glaube ich. Wechsel Magazine. Ja, 20 Sekunden, jetzt müssen wir was machen. Valkyrie ist unten. Es bleiben noch 15 Sekunden. Bitch move. Also Rook liegt verletzt in dem Raum da, genau rechts von dir, okay. Prost. Rein. Deko, das ist aber ordentlich daneben geballert. Schön. Schade. Ja, er hat durch den Kampf gefahren. Das war nichts. Ja, die ficken uns sowas von weg, ne? Nee, wir hätten uns einfach nur mal ein bisschen schneller bewegen müssen, das ist alles. Ja. Ordentlich lange gebraucht. Mega. Ich nehme Puls. Barmuseum ist immer ganz cool. Puls. Geht einer oben den Drop zu machen? Mach ich. Alles klar. Puh. Ich habe aber einen freshen Skin mit dem Puls. Richtig
Caribbean Flair. Ach, den Bademeister. Sun Beach. Sunny Beach. Was auch für ein Sonnenbrandpuls? Jawohl, er ist richtig fresh. Sonnenbrandpuls, er glänzt. Oh, das ist schon zu. Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Verstärke den Fußboden! Das Gerät ist am Platz! Weg. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Platziert und einsatzbereit. Fenster wird aufgeschossen. Vor dem kleinen Fenster liegt eine Frostfalle. Warum ist die Tür da eigentlich offen? Im Lesesaal kam gerade eine Drohne durch. Ja, ey, ich bin so schlecht, Alter. Was will der mir erzählen? Was? Mir einer helfen? Über uns. Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Einer liegt in der Falle, aber ist auch noch gekommen. Sichern den Biogefahrgutbehälter sofort ein. Ja, und er hat noch Hit gekriegt, ey, komm bitte. Schön die Beine zersägt. Ja, und Spieler zu Null abgezogen. Ach nee, schon gar nicht, einer wird gebildet. Ja. Zum Glück. Ja. Diesmal haben wir echt hier ordentlich einen auf dem Eumel bekommen. Mal schauen, ob wir das noch drehen können, aber ich sehe ja irgendwie kein Licht mehr hier im Tunnel. Oh. Ist aber, muss ich auch sagen, kein guter Tag von uns allen. Außer Posty, Posty, du rasierst. Voll fett. Rasieren, ja, in 3 Runden 3 Kills gemacht. Wuff. Ja, besser als wir, ne? Ja, dafür war ich letzte Runde, also beim letzten Mal letzter. Do it for the kids! Komm, jetzt nochmal konzentrieren. Ey, ist das dein Ernst? Oh, danke. Geht's jetzt wieder von vorne los? Oder ist diesmal ein anderer? Können wir nur so gewinnen? Ja, so nach dem Motto, hey, komm, die sind so schlecht. Lief mal einer, vielleicht haben wir mal eine Chance. Das ist echt so, ne? Richtig Disrespect hier. Maximaler Disrespect, ne? Nein, die laufen den Drohnen ja wirklich krass hinterher. Ne, wir haben schon wieder keinen Termite. Mhm.
Ja, die Absprache ist OP bei uns im Team. 10 Sekunden bis Einsatz. 5 Sekunden bis Einsatz. Kavera, Rook, Frost. Ja. Yeah. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Setze Gewehrschild auf. Ich würde gerne nach oben. Ich schicke eine Drohne rein. Also da hinten rechts war gerade die Frost. Die Drohne daneben geworfen, meine Drohne ist jetzt unten. Shop-Drohne eingesetzt. Oh, Frost ist in der Küche. LOL. Ich hab Eiskaltfach jetzt Sieges und gerade durch die Wand einfach einen Header gegeben. LOL. Würde sich ja freuen. Ja. Hex, Digga, Hex. Warte, Drohne runter. Oh, ich hab auch noch eine hier. Erster Raum frei. LOL. Wie kam denn hier rein, Alter? Ich hab mich auch gerade gefragt. Ich hab gerade in der Drohne gesehen. Achso, da! Okay. In der Bahn ist einer. Ja, ich warte, ich versuche eine Granate reinzuwerfen. Mhm. Nur noch ein Gegner übrig. Nice. Ja, hab ich. Sehr schön! Ja, zu viel gewinnen wird immer hart, ne? Da sehen die uns richtig weg, ey. Oh Mann, ey. Aber man muss auch sozusagen Angriff, das ist noch das Bessere. Team. Das auch, aber trotzdem das. Ey. Oh je, oh je. Oh, jetzt schon wieder verteidigen? Nein. Ja, ich will irgendwas richtig Entspanntes nehmen. Was kann man denn nehmen? Bandit. Und dann Küchenvorbereitung. Wollen wir mal dahin? Just Lulz. Just for the Lulz. Wobei, wir könnten noch einen Mute gebrauchen. Küchenvorbereitung. Mute, ist kein Ding. Sexy. Ich bin ja auch mal nicht so. Heute bin ich ja ausnahmsweise mal Teamspieler. Sehr schön. Hm. Puh, sind wir okay. Zu fünft? Ja, jetzt dürfen wir eigentlich wieder richtig fett auf die Schnauze kriegen. Besonders also, auch noch als Verteidiger. Das wird die letzte Runde. Leute, ja. Denkt dran, die Wand da. Ganz wichtig. Hier nach oben, noch den Würfel. Nehmt euch Kevlar. Hier ein eine Wand oder drei so eine Wände mit einem Muten oder muss man nee, zwei. Nee, nur zwei. Bullshit. Haben wir noch was für macht noch wer im Küchen Gefrierland jeder kurz hin. Aber ich habe noch zwei Rüstungen liegen noch auf dem Boden, Leute. Marvin, hast du noch so ein Bandit Ding? Ja. Einmal hier bitte rechts an die. Sie. Soll ich, kann ich ihn zumachen? Kann ja. Ich? Kühlraum ist ja, noch eins. Wir haben keine Wand mehr. Achso. Alles klar. Igno, willst du noch wieder rein oder? Nein. Dann mach ich zu. Sind alle hier drin. Der Bar. Jemand im Raum, einer am Raum. So, echt? Einer am Raum? Einer am Roman, nicht einer am Raum. Ja, hab ich schon verstanden. Ich hab's nur nochmal. Ja. Auf jeden Fall das. Ich hab auf der Gefrierschrankseite auch schon was gehört. Weg
3 ist Bewegung. Dennis? Durch die Garage ist einer rein, Igno. Ja. War der Breezer, glaube ich, wieder? Ja, Bäckerei, Termite. Thatch, Thatcher komm, die machen hier auf, Thatcher macht hier auf. Störsender bereit. Hier kann, geh weg, Captain, das kannst du nicht machen. Nice. Und wieder was machen können. Ja, aber du kannst die Dinger nur mit dem Blitz aufhalten. Ja, aber er hat niemanden gekillt. Das war aber mehr Lack als alles andere, er hat mich ja 3 Stunden angeguckt. Rechts von der Bäckerei, wenn ihr rausguckt, auf der rechten Seite der Bäckerei, Sledge. Kommt Leute, 4 gegen 3, das schafft ihr. Na, ich bleib mal hier. Ich chill jetzt hier, bis die reinkommen. Ja, ja, ich auch. Flash ist, glaube ich, nach oben gelaufen. Mhm. Nate? Nachladen! Linke Seite vom Tresen. Mhm. So, Richtung große Tür hin. Treppe runter, kommt jetzt, weiß nicht wer. Ne, ist wieder hochgegangen. Kommt nix. Er wird wohl die Treppe runterkommen jetzt. Ja. Marvin, links die große an der Tür. Große Tür Ladung. Oh. Basti, will ich verrecken? So ein Scheiß. Bleib. Nein. Den Biogefahrgutbehälter ist drin hinter der Theke. Und ich bin tot. Er ist hier bei mir. 2 Stück. Na, was? Wusste, dass ich da bin? Ja, die wissen alles. Wow. Hätte ich nicht gedacht. Crazy, ja. Da haben sie uns ordentlich wegrasiert. Oh, ich konnte nicht zielen, Alter. Granate explodiert, alles hat gewackelt, ich konnte nicht zielen. So ein Fick. Schade, Muchachos, so geht's aus. Kann's gehen. Die haben uns gut wegrasiert, würde ich sagen. In der Beschreibung sind alle verlinkt, die mitgespielt haben. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare, ob wir davon auch mehr bringen sollen. Genau. Dann sehen wir uns dann am nächsten Mal wieder. Muchachos, reingehauen. Bye, bye. Ciao, ciao. I got those two tracks.